Und wir haben schon morgen. Und wir suchen jetzt in der Ecke, wo wir die Bibaks in Hand haben. Finden wir jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir wissen, dass es ihn gibt. Wir hätten uns vielleicht nur merken sollen, wo das war. Das wäre unter Umständen eine voll tolle Idee gewesen. Nicht mal so rein technisch gesehen. Also das mit dem Obsidian. Wobei wir uns dort technisch gesehen mit Atobleuras oder Mentisse oder so kloppen können. Sehen. Jo, habe ich. Ist das Dorf? Wie cool ist denn das? Was ist da drin? Geil. Das ist doch mal echt geil. Könnte man theoretisch gesehen jetzt voll im Besitz nehmen. Wenn dann gerade dann noch nicht so wäre. Aber ja gut, die Mevisio, die haben wir ganz schnell drunter gescheucht. Fisches, 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 keine Bibers. Oh, genau, rennt um da auch rum. Der Höhe haben wir auch noch keiner gesehen. Nur wo war jetzt diese verkackte Biber? Ich grenze gerade schon wieder an alle Nerven. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mensch, Meier! Ich bin gerade am Überlegen, wo noch... Polymer rausfällt. Würde mir jetzt aber wirklich nur Dingse entfallen. Ja, ihr wisst schon. Spino. Mentes ist eine Art Bleueras. Aber organisches Polymer, das ist ja egal. Rückgebaut, anschlecht. Mensch, das Kinder kann doch nicht sinn. Ich habe doch gerade, ey, da waren Millionen Biber. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Das kann ja wohl nicht wahr zu schweigen.
Wir fliegen mal schnell zurück und gucken mal, was wir am Polymer da jetzt gerade schon an Honig da jetzt basteln können. So, mir erst ein paar Mal noch. Guck da, Dings rum. Das ist aber nicht. Also ich sehe mal gerade keiner. Todesmutig steigt er sofort wieder auf und hat jetzt zwei der Mönche sein. Ja. Falsch, macht weit raus. Boah, wir können unsere ganze Armee ziehen. Oh, keine Scheiße. Rex, da bläst er. Na, wie geht das? Nicht eigentlich. Ach du Scheiße. Ich bin die ganze Zeit in der Versprechung klar. Egal, fliegen wir zum Strand mal links. Also ich bin mir sehr sicher, hier war irgendwo Obsidian. Wissen wir noch, Anfang der Session, wo ich da gelandet bin und gesagt habe, oh geil, Metall, Obsidian. Scheiße, finde ich anscheinend nur, wenn es dunkel ist. Torres? Mikrovatoris? Kommst du erst? Los. Wird alles. Ey, Dillo, ich mache dir nichts. Geh mal nur nicht auf den Sack. Dann mache ich dir doch was. Das wird aber wahrscheinlich tödlich für dich enden. Metall oder? Oh, Bergbeule ist oder so. Ja. Stimmisch. Nö. Ne. 135. Dann lassen wir mal in Ruhe. Direkt sie schwimme. Was man doch für eine geile Reichweite hat, wenn man so Vogel hat. Immer wieder faszinierend. Davon aber tatsächlich aus wie X-Pflanze.
Wir landen mal doch bei einem Triceratops. Falls der kann, deine Mente etwas doof mache. Gehen wir schnell weg, das soll was Fieferes. Falls er noch Schnauze kriegt. Als Allstrickreise kommen wir mit Moschops zurück und zerlegen. Also die Kanne mit dem Moschops. Bombies, klein aber nervig. Hier ist Gewässer. Aber es ist nicht das Gewässer mit den Bibern. Ey, aber jetzt mal ich, das ist doch echt zum Kotzen. Auch nicht. Da auch nicht. Da könnte man am besten mal Fisch fangen. Haha, gucken wir mal. Das ist Obsidian. Öl. Geben wir mal Öl. Kann auch nicht schaden. Ja, ich weiß. Eigentlich hat der Obsidian eine ganz glatte Oberfläche. Hätte aber trotzdem sinken können. Was ist jetzt? Gut. Dort drin? Nix. Was leuchtet da so? Komm mal doch an, aber. Aber bestimmt. Da ich auch mal davon ausgehe, dass da jetzt nicht gerade dann tonneweise Obsidian rausquell kommt oder Elektronik. Heidewitzka, was ist das denn? Borats, geil. Was ist das? Ah, schlecht. Ganz schlecht. Revengers. Alter, hier gibt's ja alles. Gut, das ist jetzt natürlich sau dumm gelacht. Das ist jetzt noch sau dummer gelacht. Warum darf ich das Bett nicht anwählen? Um es auf den Punkt zu bringen, das ist sogar super scheiße gelaufen. Ich denke nämlich auch, unser Kollege da ist jetzt nicht dazu in der Lage, sich groß mit Revengers anzulegen. Ach, das ist doch alles wieder zu kotzen. Nee, 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 so. Aufheben, nein, wollen wir nicht. Inventar, Horn, Kamera, machen wir auf. Einfach. Ja, jetzt besser.
So, Flieger, Vogel tot. Wir tot. Läuft ja mal wieder. Ich baue jetzt gleich Dino-Tore. Und schnappe und sagen, da habe es. Insofern ich irgendwo hinkomme, wo wir da sind. Aber nein, ich fliege in der Höhle drin, ist ja klar. Aber warten wir, wenn da Revenger wäre und ich da drinnen fliegen kann, dann müsste das Aberration-Gebiet sein. Kenne ich so bisher nur von Valguero. Och, die zwei Deinonychus-Eier. Die drei Deinonychus-Eier. Nö, 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 nö. So geht das nicht. Wir müssen da drin. Wir müssen da klären. Voll im Weg. Gut, das müsste hier in der Ecke irgendwo sein. Punkt 1, wir brauchen was, was fliegt. Ja, da was fliegt. Gut, okay, das. Dillo, bist du besoffen? Komm her, ich box dich, bis du blühst. Wenn du nicht gerade Level 200 bist. Bist du entweder weggelaufen oder schläfst du irgendwo? Was hat denn für die Musik? Hier war doch irgendwo ein Agentavis, ich habe ihn doch gesehen. Ich schätze mal, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich jetzt so einfach hinspaziere und mein Zeug wieder rauskomme. Wir können es aber doch mal langsam rantasten. Ich meine, wir sind eh verstrubbelt. Ja, komm, wir fliegen mal in die Höhle, weil das ist schön. Manometer. Ist kalt, Alter. Dass es dir kalt ist, ist das kleinste Problem, das da. Oh, da ist ein Stein mit der Hand abgebaut, auch nicht schlecht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die irgendwas sich verpisse. Okay. Das jetzt klappt, war es irgendwie zu einfach. Ziehe uns jetzt einfach mal bis zum Ende von der Höhle. Hol uns nochmal unsere Sache. Ah, jo, klar, mit gebracht Thema. Ja, mir. Jetzt hängt irgendwas.
Komm nicht auf so dumme Idee wie abzustürzen, dann wäre ich echt fuchsig. Haben wir aber gerade mal Glück gehabt. So. Wo haben wir uns denn jetzt hingelegt? Da. So, holen wir unser Zeug. Das auf dich, ich brauche doch kein Mensch. Wups, zieh uns nochmal an. Und bau uns noch schnell ab, weil Fleisch ist Fleisch. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, das ist manchmal ganz merkwürdig. Du hast die Klamotte schon angezogen? Aber wahrscheinlich habe ich meine Leiche wieder angezogen. Okay. Gut, dann gucken wir noch schnell in die Höhle und dann sage ich mal bis morgen, Leute. Ciao.